Hi, hier ist Affinity Deck und heute zeige ich euch, wie man eine Sommerlandschaft mit Herbstlaub bemalt. Also ich war hier unterwegs im Wald, es ist eigentlich Herbst, aber man sieht noch nicht so richtig eine Herbstfärbung. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das erstellt. Zunächst mache ich eine selektive Farbkorrektur und wähle mir hier die Gelbtöne aus. Ich habe es ausprobiert. Mit Grün sieht es unecht aus und in Grün ist ja auch Gelb drin. Also habe ich die Gelbtöne genommen, ziehe das Cyan raus und das Gelb hoch und schon habe ich aus dem Grün, also aus den meisten Grüntönen, diverse Schattierungen von Gelb gemacht. Nun möchte ich es aber etwas realistischer haben als jetzt, denn es ist jetzt ja jeglicher Gelbton verändert worden und ich möchte das Gelb zum Beispiel nicht in den Baumstämmen haben. Also nehme ich mir einen schwarzen Pinsel und male die Veränderungen hier raus. Also ich maskiere es aus den Bereichen raus, wo ich es nicht haben will. Das mache ich jetzt hier mal für das Video nur grob. Da könnte man sicherlich ein bisschen mehr Zeit drauf verwenden. Im Wesentlichen geht es um die Baumstämme. Natürlich auch um die Felsen mit dem ganzen Moos. Das Moos soll natürlich schön grün bleiben. Das werde ich nachher übrigens noch verändern, das Moos, damit es noch ein bisschen poppiger wird. Und natürlich soll die Veränderung auch aus dem Wasser raus. Um das Ganze noch zu verstärken, kann man sich auf die Schnelle damit behelfen, indem man die Anpassungsebene einfach dupliziert. Das ist dann jetzt doch ein bisschen zu stark, aber ich habe die Maskierung gleich mit dupliziert, das ist natürlich ganz gut. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen mit der Deckkraft runter, so wie es mir gefällt und habe jetzt doch schon eine ordentliche Herbstfärbung. Ich könnte jetzt bei dieser Methode bleiben, indem ich mir so auch ein Rot dazu male, aber ich zeige euch mal noch eine andere Methode. Also ich möchte noch ein paar mehr Schattierungen. Ich habe zwar schon diverse Gelb- und Orange-Schattierungen und Grün ist auch noch drin, das ist genau das, was ich haben wollte, aber ich möchte auch noch ein paar andere Farben. Also hier nehme ich wieder ein bisschen was raus, damit es ein bisschen lebhafter wirkt. Denn ich möchte ja noch ein bisschen Rot haben. Und hier biete ich mal eine Möglichkeit an mit HSL, Hue Saturation Luminance. Mit der Pipette nehme ich eine Farbe auf, nämlich eine, die ich zu Rot machen will. Ich verschiebe jetzt einfach die Farbskala, kriege jetzt natürlich dann entsprechend alles mehr ins Rot, aber ich achte jetzt mal nur auf ein paar Stellen innerhalb des Laubes. Wenn man möchte, kann man dann auch die Sättigung noch ein bisschen hochziehen. So, jetzt invertiere ich das Ganze, damit es wieder weg ist. Und folglich kann ich mit einem weißen Pinsel mir wieder diese Effekte zurückmalen. Dazu gehe ich mit dem Fluss ordentlich runter, damit ich mehr Kontrolle darüber habe. So, und jetzt suche ich mir mal so einzelne Bereiche und Zweige aus und male die so ein bisschen von diversen Orangetönen bis hin zu Rot, je nachdem wie oft man eben drüber malt. Für das Video mache ich hier auch nochmal kurz zeige, wie es geht. In Wirklichkeit müsste man sich dafür ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das gleiche mache ich noch mit einzelnen Blättern hier auf dem Stein. Da ich ja ausgesucht habe, dass die Farbe Gelb zu Rot werden soll, kann ich hier auch übermalen und da passiert im Prinzip nichts. Nun habe ich auch gesagt, dass ich an dem Moos noch ein bisschen was rummalen möchte. Also ich möchte so leichte Lichtstreifen an dem Moos haben, dass es ein bisschen lebhafter wirkt. Und das mache ich am besten mit Dodge & Burn. Dazu erstelle ich einen Screenshot, nehme das Abwedlerwerkzeug. Jetzt muss man darauf achten, dass die Deckkraft nicht so hoch ist. Und dann fahre ich immer so ein bisschen über die Bereiche rüber, wo ich meine, hier könnte so Streiflicht sein. Und in diesen Bereichen wird es dann heller und gleichzeitig sieht man das Grün so ein bisschen besser und es wird lebhafter. Zeige ich mal vorher, nachher, dann sieht man auch, was verändert wurde. Und zum Schluss möchte ich noch eine Vignette erstellen
Und zwar ganz schnell, ganz einfach. Mir geht es darum, dass ich den Fokus, der Fokus legt sich ja aufs Licht. Und der wird automatisch geführt durch die helle Brandung. Und wenn ich die Ränder ein bisschen abdunkle, dann liegt der Fokus noch ein bisschen mehr da drauf. Also erstelle ich eine neue Ebene, gehe mit der Deckkraft runter, muss man am Ende sehen, wie stark man die Vignette haben will, gehe auf Blendmodus weiches Licht, nehme einen weich schwarzen Pinsel, ordentlich groß, und fahre über die Ecken so rüber. So grob reicht mir das schon. So, dann zeige ich mal ein Vorher-Nachher. Auch mit allen Effekten, so wie man nach und nach sich das Bild verändern kann. So, das war mein Projekt Herbstlaub erstellen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jake.